Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Yo, Leute. Und im letzten Part, was haben wir da Feines gemacht? Wir haben uns das Froschgesang-Gedöns angehört und ja, wir haben uns eine Skulltula besorgt. Wir werden hier mit dem Erwachsenen-Link in Kakariko uns erstmal ein Upgrade holen für den Bogen. Und dann werden wir uns mal an die vierte Flasche machen. So, auf geht's. Schießbude. Yo, Junge, willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur eine dicke Lippe. Ja, das sagt der Richtige nu, ne? Okay, das ist nur was für echt Kerle, Junge. Ja, bla 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 bla. Okay, ich werde es natürlich wieder verbocken, ihr kennt's. Natürlich. Am Anfang verbocke ich das halt immer. Ist halt nun mal so. Das kann ich nicht ändern. Weil ich dann immer mit der Steuerung erstmal wieder zurechtkommen muss. Meine Güte. Ha, fast. Ich darf es noch einmal umsonst probieren. So. Jetzt geht ja alles glatt. Lass uns ein bisschen zusammenreißen. Oh shit, wegen dem einen einzigen, ey. Verarsch mich doch nicht. Ah Mann, diese verdammte Steuerung! Mann, ey, jetzt hört ihr mich gleich nochmal ragen, ey. So, zwei habe ich down. Aber jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alles. Ich darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Ich glaube, jetzt kommt da nochmal was. Na, geht doch. Und wir kriegen was. Und zwar... der große Köcher. Jetzt kannst du insgesamt 40 Pfeile tragen. Okay, das Minispiel hätten wir hinter uns. Die nächste Sache, die wird ziemlich zerschnippelt sein, seid mir da nicht böse. Das ist dazu da, da das viel, viel, viel Geglotze wäre. Und wir dann 3-4 Parts hätten nur auf der Suche nach den richtigen Sachen, die ich suche. Zuallererst mal müssen wir mal hier das Feuer loswerden. Da wir die Flasche gleich benötigen werden. Wir holen uns jetzt nämlich die vierte kleine Flasche, die letzte. Es gibt in den meisten Zelda-Spielen nur 4 Flaschen, in manchen gibt es 5. In manchen glaube ich sogar nur 3, ich bin mir gar nicht sicher. In manchen glaube ich sogar eine, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal zurückkehren. Samt Epona, da wir Epona auf der ganzen Sache hier gebrauchen werden. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Folgendes, ich kämpfe auch im Moment gegen die Asynchronität an. Jetzt bleib mal stehen, Epona, du... Pferd. Gegen die Asynchronität, also in Digimon und in Pokémon und in Final Fantasy habe ich es schon geschafft. Jetzt gucken wir noch, dass wir die minimale Asynchronität aus Zelda wegkriegen. Und dann reiten wir mal auch gleich auf den ersten zu. Muss man Reflexe wie ein Adler haben. Müsste doch eigentlich gleich mal einer sein. So, irgendwie hier. Müsste doch einer sein. Oh Mann, Leute. Ah, ich glaube, ich werde verrückt. Nee, es scheint nicht hier zu sein. Folgendes, dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Questgeber. Ach doch. Und jetzt will die Steuerung nicht. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Heute rage ich aber echt. Naja, okay. Wir gehen jetzt erstmal zum Questgeber und dann schneide ich die anderen Teile halt so rein, ne? So, das ist der gute Mann, wenn man ihn einen Mann nennen kann. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann.
Na, bist auch ganz ansehnlich und mutig, ja. Du heißt Belias, nicht wahr? Schau nicht so. Ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann kann ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Aber wenn er einen Betrag mit dem einzigen Gespenstermarkt von Hyrule, dann kennen darf gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zur Zeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass es auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen alle Nacht der Welt und sie rasten alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. So, es gilt, in der Hyrule-Steppe Geister zu fangen. Ich werde jetzt mal cutten und wir sehen uns bei den nächsten Geistern. Bis gleich. So, Leute, ich muss mich aber echt konzentrieren. So, wir haben den ersten. Oh, sorry, wenn ich gerade nichts gesagt habe, aber es ist manchmal nicht ganz leicht. 10 Stück an der Zahl sind's und wir müssen ihn in die Flasche packen. Wir können 2 bis 3 Stück gleichzeitig reinpacken und ich werde jetzt alle 10 einfach reinschneiden. Ihr seht jetzt unten rechts, seht ihr auch den Counter, den für den Mini-Quest kurz den Big Poe Counter, beziehungsweise Nachtschwärmer Counter. Ja, ich schneide das jetzt jedes Mal rein und ich werde dabei nicht so viel reden, weil ich muss mich da echt konzentrieren. Bis gleich. So, liebe Leute, sorry, falls ihr Klicken gehört habt oder so. Das ist jetzt der Big Pwn Nummer 2. Oder beziehungsweise der Nachtschwärmer Nummer 2. Es spielt übrigens keine Rolle, ob es Tag oder Nacht ist. Und ihr könnt unten an der Karte erkennen, wo ich ihn gefunden habe. Wir haben jetzt 2 Stück. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Das wird jetzt der Typi Nummer... Nummer 3. Jo, wir haben ihn gerade noch so gekriegt. Boah, ey, da muss ich mich jetzt zusammenreißen. Ihr müsst übrigens so zur Information, ihr müsst immer, wenn eure Flaschen voll sind, die abgeben, dann kriegt ihr Points. Und wenn ihr alle Points zusammen habt, alle 1000, ihr kriegt pro Typi, kriegt ihr, also pro Geist kriegt ihr 100 Points. Wenn ihr 1000 habt, dann erwartet euch die 4. Flasche. Wir sehen uns gleich. So, liebe Zuschauer, das ist jetzt der nächste. Und das ist der besonders schreckliche, weil der kotzt mich am meisten an, ganz ehrlich. Zum Glück haben wir den so schnell gekriegt. Ach, bleib doch jetzt stehen, Epona. Zum Glück haben wir den so schnell gekriegt, also ganz ehrlich, der normalerweise dauert bei mir Ewigkeiten. Und ich muss auch sagen, es geht gut voran, Leute. Das ist unsere Nummer 4. Wir sehen uns gleich. Das ist der nächste hier, das ist Nummer 5. Und wir haben ihn uns geholt, okay. Dann holen wir ihn uns mal ab. Also das ist Nummer 5, wie eben gerade vielleicht schon erwähnt. Jo. Das ist für mich einer der schwersten, nervigsten mal wieder. Ich weiß nicht, muss man da absteigen zu? Ja, man muss. So, und ihr könnt, wenn ihr 3 Flaschen habt... Und ruhig in alle 3 Flaschen was reinpacken. Wir sehen uns gleich. Okay, da sind wir wieder. Und hier müssen wir schnell sein. Boah, gerade noch so gekriegt, Leute. 100 Mal verschossen. Aber wie gesagt, die Steuerung ist manchmal so krass bei dem Controller, den ich habe. Puh. Okay, wir haben es getroffen. Wir haben es getroffen, mehr oder weniger. Das ist der nächste Nachtschwimmer. So, dann kommt der nächste. Ich weiß gar nicht, wie viel da das jetzt ist. So, den haben wir richtig schnell gekriegt. Da absteigen, 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 absteigen. Und auf zum nächsten. So, Leute, und dann kommt hier Nummer 8.
Hasse Nummer 8. Naja, um ganz genau zu sein, hasse ich den ganzen Sidequest. Und nicht wundern, falls es ein bisschen seltsam aussieht. Ich habe die Reihenfolge erst im Nachhinein so richtig festgelegt. Beziehungsweise, ja, mir sind drei Aufnahmen abhanden gekommen. Und deswegen musste ich die neu aufnehmen. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, und dann kommt hier Nummer 9. Numero 9. Den haben wir richtig gut hingekriegt. Dann steigt Link in die falsche Richtung und... Tada! So, da ist der allerletzte. Und down damit, boah. Endlich haben wir den Mist hinter uns. Jo, dann wollen wir nochmal zurückgehen. Jetzt haben wir alles, also jetzt haben wir auch die 10 Stück zusammen. Die anderen habe ich alle schon abgegeben offscreen jedes Mal nach jeder Runde. Den Rest werde ich jetzt onscreen machen, so wie es sich gehört. Ich habe das nur geschnitten, weil die Suche nach den Typen ist unglaublich. Meiner Meinung nach. Okay, Leute. Wieder zurück zur guten Stelle, wo dieser nette Nachtschwärmer-Käufer ist. Ja, Leute. Und ich werde es mir jetzt auch angewöhnen, in Zelda immer Sicherheitsspeicherungen zu machen, weil dann sonst macht man echt, sag ich mal, miese Erfahrungen. So, ja, dann steigen wir erstmal ab. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lang die Aufnahme ist. Ich werde wahrscheinlich nach dem Nachtschwärmer kurz einen Stopp machen müssen, um zu gucken, wie lang die Aufnahme ist. Nach dem Nachtschwärmer. Wir geben ihm die letzten drei Flaschen. Die letzten drei Geister. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich. Das ist ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Von dreien hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmer-Konto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. So, und das sagt er jetzt dreimal. Deswegen werden wir das jetzt nicht dreimal vorlesen, bla bla bla. Oh, du bringst mir etwas, bla bla bla. Nein, ich bin nicht verrückt. Ja, hast du 1000 Punkte gesammelt und das kann man nicht wegdrücken. Das ist echt stressig. So, wir stechen ihn jetzt gleich mal. Nein, wir geben ihm den letzten Nachtschwärmer und nehmen dann unser Überbleibsel in Empfang. Danach würden wir uns ein bisschen an einen anderen Mini-Quest in der Gerudo-Festung begeben. Müsste ich erstmal gucken, wie lang diese Aufnahme schon ist. Kann sein, dass es nämlich schon war für diese Folge. Oh wow, du hast jetzt 1000 Punkte. Du bist ja der geborene Geisterjäger. Du erwartest noch etwas von mir? Was denn? Dank dir ist mein Bestand an Nachtschwärmern enorm gestiegen. Dies ist der letzte Geist, den ich dir abnehme. Ach, du wartest auf das, was ich dir für ein 1000-Punkte-Konto versprochen habe? Na, da will ich mal nicht so sein. Nimm das hier. Und er schenkt uns eine leere Flasche. Ich finde das echt toll, nachdem wir ihm so viel... Naja. Flasche ist Flasche, würde ich sagen. Und vor allem ist der Typ auch eine Flasche. Ja, wir sehen uns gleich. Ich muss ganz kurz kacken. So, Leute. Ganz kurz haben wir noch. Da begeben wir uns mal in die Gerudo-Festung. Hier, was ich noch sagen wollte. Ich habe ja noch keine Specials zu Zelda gemacht. Wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, was für ein Special ich noch machen könnte, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Geplante Specials sind ein Fishing-Special, in dem ich euch erkläre und zeige, wie man ordentlich Fische fängt, was für Tricks es dabei gibt, Geheimnisse. Es gibt drei Geheimnisse beim Fishing-Pond. Ich werde auf diese Geheimnisse näher eingehen. Da gibt es auch einen geheimen, riesigen Fisch, den größten Fisch, den man dort fangen kann. Auf den werden wir natürlich auch näher eingehen. Und ja, was gibt es denn noch Feines zu erledigen? Ich möchte vielleicht noch ein Special machen, bei dem wir
der Sache auf den Grund gehen von dem, man sagt ja, hier wäre ein versteckter Tempel in Ocarina of Time auf dem Original N64, ein sogenannter Zeittempel oder Tempel der Zeit, Tempel des Lichts, irgendetwas in diese Richtung. Und das werden wir auch mal genauer unter die Lupe nehmen, was daran wahr ist, was daran fake ist. Wir werden der ganzen Sache mal einfach im Grund gehen. Ja, Leute, dann war es das auch schon fast für die Folge. Wir springen hier mal kurz an drüber. Und dann war es das mal, was wir hier in der Gerudo-Festung zu erledigen haben. Das sehen wir erst im nächsten Part. Meine Zuschauerfrage an euch lautet: Welchen Endgegnerkampf aus Ocarina of Time findet ihr am besten und warum? Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.